ich würde den gern streicheln. Aha, der kann ganz schön zetern, du. Ne? Aber jetzt ist er ruhiger als vorhin, weil er jetzt schon was gefressen hat. Hallo, na? Der hat auch Hunger. Ich habe hier von Sheila was hingestellt. Ja, es ist halt ein Wildtier und das ist gefährlich. Nö, aber das knurrt. Weil es Angst hat? Mhm. Aber ich tue ihm doch nichts. Das weiß er nicht, weil er dich nicht versteht. Und der war hier oben auf dem Dach und von da oben ist er dann runtergesprungen, der verrückte Kerl. Der ist dann genau hier gelandet. Ja, weil Mama hatte den heute früh gesehen, als erstes, wo ihr los seid zur Schule. Ja, hallo du Kleiner. Ja, auf jeden Fall scheint es ihm zu schmecken. Ich möchte dich doch nur streicheln. Ich glaube, wenn die Sheila hier rauskommt, flippt die aus. Marder und Katze? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Hey, Pimpf, schau mich mal an. Oder du kannst ihn einfach den Po fotografieren. Hallo. Hallo. Mal, er liegt jetzt ganz still. Weil er nicht mehr Angst hat. Hey, also vorhin hat er richtig doll Angst gehabt, aber jetzt hat er gesehen, ich habe ihm was Futter gegeben und ganz so schlimm kann ich nicht sein. So, und jetzt müssen wir zur Ergo. Ach, ich muss den streicheln. Na, streicheln ist nicht. Ja. Du musst dich erstmal kennenlernen, ne? Mann, der hat einen Hunger. Du bist der mutig, Jude. Sonst hast du selbst Angst vor Marienkäfer. Ganz vorsichtig, ne? Also so wie der vorhin geschrien hat, ist das jetzt... Und wie fest er sich an? Schatz? Ich streichle ihn mal nochmal. Hey. So, ist gut, Juna. Wenn Mama das sieht, die kriegt einen Anfall. Na, Sheila, was sagst du? Ja. Er ist eigentlich ganz nett. Ja, ne? Ich hab ihn du hast nichts zu befürchten. Ja.
danach auch ein schönes Haulchen. Das Sheila hat Schiss. Sheila, du bekommst sonst kein Kaulchen. So, Julian, wir gehen jetzt endgültig zur Ergo. Ich möchte den noch anwechseln. Das sieht ja aus wie ein Brettchen. Ja, Brettchen und Maler sind, glaube ich, verwandt. So, und der hat Krallen wie eine Katze, Zähne wie eine Katze. Sieht auch ein bisschen, na, zumindest wie Sheila aus. Und wenn er erwachsen ist, wird er so groß wie Sheila. Aber er ist keine Katze. Ich glaube. Boah, sieht das widerlich aus. Ich hasse Katzenfutter. So, jetzt aber echt für die.